Uli Hoeneß kehrt wieder zurück. Der 64-Jährige wird für das Präsidentenamt des FC Bayern kandidieren. Das teilte der deutsche Rekordmeister am Montagmittag mit. Hoeneß wird die Nachfolge von Karl Hopfner antreten, der wieder ins zweite Glied zurücktreten wird und bei der Jahreshauptversammlung im November nicht mehr kandidiert. Auf eine Abstimmung gegen Hoeneß verzichtet der 63-Jährige. Hoeneß war 2014 zu einer 3,5-jährigen Haftstrafe wegen Steuerhinterziehung in Höhe von insgesamt 43 Millionen Euro verurteilt worden. Am 29. Februar dieses Jahres kam Hoeneß nach 637 Tagen im Gefängnis auf Bewährung frei, nachdem das Gericht dem Antrag auf Halbstrafe stattgegeben hatte.